Es ist was passiert, aber es ist nicht flächendeckend das passiert, was wir uns alle wünschen würden. Und so wie wir heute auch noch in der Kinderbetreuung in vielen Gemeinden aufgestellt sind, werden Frauen nahezu in die Teilzeitfalle gedrängt. Ganztägig. Ganztägig, meine Damen und Herren, ganztägig ist für mich eindeutig, und ich habe versucht, so eine Zeit zu definieren. Ganztägig ist für mich von 7 bis 17 Uhr, das ist ganztägig. Ganztägig ist nicht bis 13 Uhr, ganztägig ist nicht bis 14 Uhr. Ganztägig ist ganz klar bis 17 Uhr, jedenfalls so lange, wie im Normalfall eine ganztägige Beschäftigung dauert. Ganzjährig. Ganzjährig ist für mich, wenn 50 Wochen offen ist. Das ist ganzjährig. Was wir unter ganzjährig haben, und jetzt bitte ich doch einmal aus dieser Kinderbetreuungsstatistik zitieren zu dürfen, was glauben Sie, wie viele Kinderbetreuungseinrichtungen haben in den Sommerferien flächendeckend geöffnet? Es sind gerade einmal 7%. Also für mich fehlt natürlich in der Novelle ganz klar der Rechtsanspruch. Eltern brauchen Wahlfreiheit, und viele Eltern, meine Damen und Herren, haben überhaupt keine Wahl. Die haben keine Wahl. Und, meine Damen und Herren, das ist schon eine Zahl, die uns alle zu denken geben muss, wir haben 29.000 Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher in Tirol. Ich meine, das seien immerhin 24.000 Frauen und 5.000 Männer. Ich meine, die haben keine Wahl. Familie oder Beruf, sondern da geht nur beides. Gell? Also das heißt, mit einem Rechtsanspruch würde man denen schon sehr viel an Sorgen und Ängsten wegnehmen. Ich würde mir wünschen, dass die Gemeinden auf ihre Kinderbetreuungseinrichtungen genauso stolz sind wie zum Beispiel auf ihre Feuerwehren.